Tim Hellwig aus St. Ingbert gewinnt die deutsche Sprintmeisterschaft der Triathleten. 50 Minuten zuvor der Start in den Wannsee mit Vollwaschgang zu Beginn. Tim Hellwig setzt sich schnell ab, kommt nach 750 Metern und 8 Minuten als Erster in die Wechselzone und leistet auch auf der 20 Kilometer Radstrecke immer wieder Führungsarbeit. Drei Athleten an der Spitze auf der abschließenden 5 Kilometer Laufstrecke. Auf den letzten 2 Kilometern setzt sich Tim Hellwig von Henry Graf und dem favorisierten Justus Nieschlag ab und gewinnt deutlich vor Nieschlag und Graf. Ein packender Triathlonsprint mit einem würdigen Sieger. Oliver Wiedmann aus Ludwigsburg gewinnt seinen ersten deutschen Meistertitel bei den Trial-Senioren auf dem 26-Zoll-Rad. Nach drei Sektionen mit verschiedenen Hindernissen präsentiert der Junioren-Europameister auch auf dem letzten steinigen Abschnitt sein Ausnahmetalent und siegt verdient. Präzise den Bogen in der Balance und die Konzentration halten. Dies gelingt Jennifer Weitsch aus Berlin im Finale gegen Claudia Klingner am besten. Zwar geht das letzte End an ihre Gegnerin, doch Weitsch beendet das Schießen mit einer 10 und gewinnt damit den Deutschlandpokal. Sarah Voss siegt in Dortmund nach ihrem Titel gestern beim Pferdsprung heute souverän mit einer grazilen Übung am Schwebebalken. Die Kölnerin präsentiert sich kurz vor den Olympischen Spielen in blendender Form, ebenso wie Lukas Dauser, dem am Barren sein bereits dritter Sieg in der Westfalenhalle gelingt. Die Übung, gespickt mit zahlreichen Schwierigkeiten, einfach Weltklasse. Der 27 Jahre alte Modellathlet gewinnt am Barren vor Philipp Herder aus Berlin und freut sich auf Tokio. Dort wird auch Annika Bruhn am Start sein. In Berlin gewinnt die Schwimmerin aus Neckarsulm auf der 100 Meter Freistilstrecke mit einer starken Leistung auf der zweiten Hälfte vor Hanna Küchler aus Potsdam und Lisa Höping aus Essen. Die Flügel wärmt Henning Mühlleitner vor den 400 Meter Freistil auf. Der 23-Jährige aus Neckarsulm wird auf dieser Strecke in Tokio starten und setzt sich am Ende knapper als erwartet durch vor Oliver Klemet von der SG Frankfurt. In diesem Becken absolviert Fabian Liebig seine erste Disziplin beim modernen Fünfkampf. 200 Meter Freistil, danach Fechten und ein Hindernisritt, bevor die beiden letzten Disziplinen im sogenannten Laser Run den Wettbewerb beenden. Liebig dominiert die nationale Konkurrenz als Dritter auf die 4x800 Meter gestartet, mit der Laserpistole sicher geschossen und am Ende unangefochten als deutscher Meister im Ziel und in Tokio einer der Favoriten. Bis zwei Runden vor Ende des 5000-Meter-Laufs ist Gesa Felicitas Krause noch in Begleitung von Miriam Dattger aus Regensburg. Den restlichen Weg ihrer zweiten deutschen Meisterschaft an diesem Wochenende erledigt sie allein in ihrem eigenen Tempo mit 15 Minuten 26,74 Sekunden in ihrer eigenen Liga und nimmt gelassen die Glückwünsche entgegen. Daniel Jasinski gewinnt in Braunschweig den Titel im Diskuswerfen. 65,08 Meter reichen dem Bronzemedaillengewinner von Rio zum Sieg bei mäßigen Bedingungen. Der Star der deutschen Leichtathletik, Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, heute mit 6,62 Meter zwar deutsche Meisterin, aber irgendwie glanzlos, weil eigentlich mal wieder ein 7-Meter-Sprung erwartet wird. Die Witterung aber spricht dagegen. Und dann doch ein überraschendes Glanzlicht. Carolina Kraftschick aus Sindelfingen dominiert auf der 400-Meter-Hürdenstrecke die Konkurrenz und qualifiziert sich mit der Zeit von 54,89 Sekunden noch für Olympia. Herzerwärmende Freude für die angehende Grundschullehrerin.